du hast die Karte vergessen, die haben wir ja immer noch erinnert, das ist die nächste Konzert. Also es geht doch nur, wenn ihr noch was anwendet. Ja, also zum einen bin ich noch bei Rockhead, singe ich noch, das ist aber auch noch Hammermusik. Dann habe ich, oder bin ich Sänger gewesen bei einem Projekt, das nennt sich Überlandet. Ob es da irgendwelche ja, das ist von den Konzerten. Was machst du da? Genau. Wenn du wirst das auch vorbei. Wir sind mal in den Holzminden. Ja, hallo Leute, hier ist wieder Olaf von Bad Bildung Kreativ. Es ist total stark, wie wir in letzter Zeit wahrgenommen werden und toll, wenn ihr alle teilt und liked, was wir hier machen. Heute habe ich einen Gast und das ist der Mike Gerold. Hallo Mike. Ja, hallo Olaf. Schön, dass ich hier sein darf heute bei dir. Wir hatten ja diese Woche schon das Vergnügen, uns richtig kennenzulernen. Ja. In der Erlebnisschmiede Mandorn. Ja, ich freue mich hier zu sein heute. Mir geht's gut. Kann mich nicht beschweren. Erlebnisschmiede Mandorn. Das war stark den Abend. Ich kannte den Laden nicht und ist toll. Wie hat es euch gefallen? Ja, klein, aber fein. Ne? Bei Christoph ist es immer schön. Christoph ist schon seit Jahrzehnten ein guter Freund von mir und ich weiß gar nicht, wie das damals dazu kam, dass wir immer gespielt haben. Auf jeden Fall haben wir sehr guten Kontakt über die Jahre hinweg und spielen da öfter mal. Und eigentlich ist es immer wieder ein Erlebnis. Es heißt ja nicht umsonst Erlebnisschmiede. Ja, ich frage mich, wenn ich da als Band hinkomme, müsst ihr alles selber mitbringen? Oder hat der da eine PA oder Licht? Oder hat der da irgendwas schon da? Nein, also wir bringen eigentlich grundsätzlich immer alles selber mit. Ich bin da so ein bisschen gebrandmarktes Kind, sage ich mal. Jetzt nicht in dieser Situation, sondern grundsätzlich. Weil wenn man selber seine Technik hat und weiß, was man hat und kennt sich damit aus, dann ist das was anderes, als wenn du irgendwo drauf angewiesen bist und hast zum Beispiel keinen Techniker vor Ort, sondern eine Anlage und musst damit umgehen können und kennst die Eigenheiten oder den Klang von der Anlage, die vor Ort steht. Deswegen baue ich eigentlich da, wo es immer möglich ist, grundsätzlich mein eigenes Zeug auf. Das ist eine Information für die Musiker, die da vielleicht spielen wollen, ne? Ja. Dass sie also da spielen können, Auftrittsort haben in der Erlebnisschmiede in Mandorn, immer donnerstags bis sonntags 18 bis Open End, könnt ihr euch bewerben. Aber ihr braucht eine eigene Anlage, also. Ja, ist so. Ja. Es sei denn, es ist ein Künstler, der wirklich in der Tat solo anklagt, was macht. Ich denke, da reicht notfalls vielleicht auch eine ganz kleine Box von Gitarre. Genau. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber du hast ja selber gesehen, wie viele Leute da waren. Ich glaube, da wäre es bei uns, selbst wie laut ich singen kann, da wäre es wahrscheinlich auch nicht durchgekommen. Ja, genau. War klasse. War wirklich klasse. Und Sound hat gestimmt. Darum habe ich auch gefragt. Ne? Ja, eine tolle Anlage. Ja gut, der Wirt ist in Ordnung, habe ich den Eindruck. Ja, schwer in Ordnung, Unheimlich freundlich. Wie gesagt, ich glaube, von dem kann man auch alles bekommen. Und wenn da irgendjemand hing, also ich kenne ihn einfach nur als herzensguten, netten Menschen. Und das ich bin gerne immer auf jeden Fall so Auftritten da, so aber auch. Das Problem ist nur, ich bin halt so selber immer viel unterwegs, freitags, samstags Auftritte. Und da ist es immer schwierig, so gerne man möchte, halt bei denen, wo man öfter mal spielt, auch so vorbeizukommen oder die Leute, die man gerne hat, ist bei mir immer etwas schwierig. Ich habe das so oft gelesen im Netz auch, dass die Leute alle meinen, also dieser Wirt, der ist so klasse und so und yippie und klar. Ja, okay, aber es geht ja jetzt um Mike Gerold und es geht um Mike Gerold in Friends. Ihr spielt ab und zu hier in der Gegend, glaube ich, oder? Ja, wir spielen ab und zu auch recht häufig auch hier in der Gegend, aber natürlich auch darüber hinaus. Also morgen spielen wir in Holzminden beispielsweise. Bei Wildung sind wir beim Lichterfest wieder zugegen. Ich müsste jetzt allerdings in meinem Terminkalender nachgucken, wann das genau ist, aber irgendwann jetzt die nächsten Monate. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht in meinen Kalender reingucke, so aus dem Kopf bei den vielen Konzerten, die das sind, ist es schwierig, dann aus dem Kopf zu sagen, wann wir wo spielen. Ich war früher Tourtechniker und ich habe Bands gemischt auf Tour, so von meinem 22. bis zu meinem 26. Lebensjahr, ständig unterwegs. Und wir sind oft mit so alten MB, weiß ich nicht genau, so ganz merkwürdigen Mercedes-Bussen rumgefahren, die so 90 gebracht haben. Ne? Und dann hatten wir irgendwann Glück und hatten von der Sound Foundation von VW aus Wolfsburg so nagelneue T1, T4 oder so. Ja, ich kenne die Aktion noch. Aber ihr habt ja auch einen Kassenbus, ne? Oder dieser Mercedes-Bus? Es ist ein Crafter, den habe ich allerdings noch nicht so lange. Den habe ich mir jetzt vor ungefähr 3 Monaten gekauft, war aber auch notwendig. Ich hatte vorher 18 Jahre lang einen VW T5, der hat mich auch immer unterstützt und hingebracht, wo ich hin musste. Auch wenn das eine oder andere mal ausgefallen ist oder ein paar Mal Luftstrombetrieb gegangen ist. Aber ich bin immer angekommen und immer wieder nach Hause gekommen. Aber mittlerweile bei den ganzen Instrumenten und Klamotten, die man hat, ist er so an seine Gewichtsgrenze, sage ich mal, die Ladegrenze gekommen. Und ich kaufe natürlich auch immer gerne was für die Musik. Also das, was ich damit verdiene, stecke ich auch immer wieder rein, weil es mir einen halben Spaß macht. Und da musste jetzt mal so langsam was her, was ein bisschen mehr laden durfte vom Gesamtgewicht her. Und ich sag mal, da konnte ich, wo ich den gesehen habe, konnte ich nicht widerstehen. Das war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Ja. Und der ist schön, ne? Ja, ein schöner Bus. Ja. Ey, das macht bestimmt Spaß, damit loszufahren. Und dann, wenn ihr mit Mike Gerold in Friends nicht in Bad Wildung spielt oder wahrscheinlich auch hier, aber unterwegs seid, dann trefft ihr euch morgens, ladet die Kiste ein und
Fahrt dann on the road oder was? Ja, in der Regel einiges lasse ich drin, aber wenn ich noch ein Schlagzeug oder so dazu nehme und je nachdem, wie weit wir fahren, ob es irgendwie auch geht, dass wir möglichst wenig Auto fahren, dann versuchen wir natürlich alles in eine Kiste irgendwie reinzukriegen. Manchmal müssen wir aber halt mit ein bisschen mehr Autos fahren, es geht halt nicht anders. Ne? Mhm. Ja klar, okay, und das ist Mike, Gerold und Frenz. Ich habe gehört, du machst auch noch... Achso, spielt ihr denn demnächst mal wieder? Weißt du wo? Ja, das weiß ich. Also morgen spielen wir in Holzminden, das ist... Schaffen wir nicht. Ja. Sendung ist erst übermorgen wahrscheinlich. Achso, oder... Und, weißt du was, da mache ich es ganz einfach. Ja. Da verweise ich einfach mal in der Homepage. Genau. Weil dafür pflege ich es ja ganz gut. Und auf Facebook bin ich auch erreichbar, da schreibe ich die Veranstaltung auch mal rein. Dann gibt es noch ein Veranstaltungsmagazin, Wildwechsel Terminator nennt sich der, da stehen auch Termine drin. Da würde ich einfach drauf verweisen, weil das am einfachsten. Meine Homepage-Adresse ist www.mieke-gerold.de. 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 Wie mein Name hier. Ne? Okay, der blendet es nochmal ein. Oder ja. Du meinst? Ja, noch? Oder eben auf Facebook. Da habe ich die Veranstaltung alle drinstehen. Das versuche ich ja immer sehr akkurat zu pflegen. Ja, klasse. Okay, und dann abgesehen von Mike Gerold und Frenz gibt es auch noch ein Projekt oder verschiedene Projekte, wo du selber komponierst, auch habe ich gehört und so. Ja, also zum einen bin ich noch bei Rockhead, singe ich noch, das ist aber auch nur Covermusik. Dann bin ich Sänger gewesen bei einem Projekt, das nannte sich Taste-Projekt, ist international, da ist ein Gitarrist aus Ägypten, ein Bassist aus Polen. Und da seinerzeit Schlagzeuger und Keyboarder, der kam aus Bielefeld, der kommt aus Bielefeld. Das lag aber dann ungefähr, ich glaube, 5 oder 6 Jahre auf Eis. Und jetzt haben wir uns quasi wieder formiert. Allerdings ohne den aus Bielefeld. Und jetzt haben wir neue Stücke gemacht. Eins haben wir schon eingestellt aufs Netz. Das findet man jetzt unter dem Namen Kings of Hearts, also Könige der Herzen. Findet man auch verlinkt bei mir auf der Homepage und auf der Facebook-Seite. Das sind nur eigene Stücke. Das Lustige dabei ist, im öffentlich-rechtlichen Radio in Polen liefen wir zumindest mit Testprojektoren runter im öffentlich-rechtlichen Radio, waren da in einigen Rockmagazinen dort drin, da musste ich immer so ein bisschen lachen, da wurde ich dann als Mike Hem Gerold namentlich benannt, das fand ich ganz lustig. Und da waren wir in einer englischen Rockzeitschrift, eine ganz große, jetzt, ich glaube, weiß jetzt nicht, wie sie heißt, habe ich auch irgendwo auf der Homepage drauf. Und ja, das hat Spaß gemacht, also wie gesagt, eigene Stücke sowieso. Mache ich auch ab und an mit Mike Gerold & Friends, aber halt sehr dezent, dann ein, zwei Lieder mal pro Konzert. Das ist schwierig dann, ne? Die Leute kommen wegen anderen Sachen, obwohl ich es auch immer schade finde, weil mich gerade das interessiert. Ne? Definitiv. Ich habe ja jahrelang mit Dirty Minds, das war damals meine allererste Band, eigene Musik gemacht. Wir hatten 3 CDs rausgebracht, Plattenverträge. Keyboarder, der Live-Keyboarder von Hot Chocolate, das war damals unser Produzent. Und da habe ich eigentlich nur eigene Stücke gemacht. Gut, lag mal so 3, 4 Coverstücke aus dem Metal-Bereich drin. Hatten auch gut Auftritte, hat auch Spaß gemacht, aber gut, es ist halt auch nicht so der Durchbruch gekommen. Und irgendwann hat sich das Ganze aufgelöst. Wir sollten einer Zeit mal, das war eine ganz bittere Situation, als Vorgruppe von Scorpions touren. Und unser Schlagzeuger hat sich dann gerade bei dem Plattenvertrag, wir hatten 2 Lieder eingespielt, hat sich totgefahren am Auftritt. Ja, okay. Und das war 2 Wochen vor Tourneebeginn und dann war natürlich von heute auf morgen alles geplatzt. Ja, das war so die Zeit, wo ich das erste Mal im Leben gesagt habe, jetzt höre ich auf mit Musik mal. Lass mich was fragen, bevor du davon erzählst. Und zwar, wie lange machst du denn Musik? 30 Jahre jetzt. Ziemlich genau 30 Jahre. Ja, und wo kommst du her? Naumburg, aber das aus Hessen. Das ist ja nicht so weit weg von mir. Aus Naumburg. Und wie lange bist du schon hier in der Gegend? Ja, ich bin in Naumburg geboren, werde wahrscheinlich da auch sterben und lebe da sehr gerne. Und seitdem bin ich auch hier in der Gegend unterwegs. Okay. Das heißt, im Grunde 1990 hast du auch schon hier Musik gemacht ungefähr? Wann habe ich schon angefangen? Ja, ich glaube 1991 hatten wir den ersten Auftritt mit Mike Gerold & Friends. Ich glaube 1992 muss das gewesen sein. Das war das Konzert live on Grass in Gudensberg. Das muss das erste Konzert live gewesen sein. Im Ernst, weil bei euch spielt ja die Hip-Hop-Legende André Wollner, ne? Spielt doch bei euch mit bei Mike Gerold & Friends. Oder muss ich mal darauf ansprechen, ob es eine Hip-Hop-Legende ist, das nutze ich mal. Ah, du weißt das nicht. Der André Zappo Wollner, wenn ich das richtig sage, ne? Dieser 1,95 Meter Typ, der so total nett ist, der hat mal bei den Herzensguten Zweien gespielt. Die Herzensguten Zweien, also es gab viele Bands in Bad Wildung, ne? Aber die Herzensguten Zweien, die waren ganz anders. Ja, mit Plattenspieler und André, so, was er so gemacht hat, hat dann mit Bass oder Gitarre mal unterstützt. Die haben deutschen Sprechgesang gemacht und die haben bei einem Preisausschreiben gewonnen, 1990, 91. Und wir waren alle schwer neidisch. In
Eschwege. Okay. Wie heißt das? Open Flair? Oder Open Flair, so? Ja, Open Flair, genau. Da haben die gewonnen und hatten einen fetten Auftritt auf dem Open Flair. Und das waren ja wirklich Newcomer. Ne? Das war nicht Karius, das war nicht Hotzenplotz, das war nicht Point. Das war so eine komische deutsche Sprechgesang-Kombo, aber total stark. Ne? Also André Wollner und DJ Orange Schmaus hieß der. Okay. Und der Energieberater waren das. Das waren die Hasses Guten Zwei. Da muss ich mal drauf einsprechen. Aber Zappo ist sowieso ein Tausendsasser. Also ich meine, wir haben ja schon spaßeshalber Auftritte gemacht. Jetzt im Duo, da hat er mit Chipper Klavier gespielt. Haben wir mit Fans auch schon mal. Vom Platz her ging es halt in den Keyboard. Dann haben wir gedacht, ach Gott, machen wir einfach mal. Das war Schweineklasse. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Nee, Zappo hat es also in jeglichen Belangen gut drauf. Also ist auch eine wahnsinnige Bereicherung, nicht nur als Freund, sondern auch als Musiker. Und ich mache wahnsinnig gerne mit ihm zusammen Musik. Genauso mit dem Peter, mit dem Timmy auch. Das sind in der Tat Freunde. Das ist nicht einfach nur ein Begriff, Mikey Hot and Friends. In dem Fall ist es auch wirklich so. Wir haben wahnsinnig Spaß, es gibt keinen Stress. Das ist alles easy bei uns. Und wir gehören zu den Menschen. Wir sind jetzt nicht so verbohrt, dass wir auf der Bühne stehen und sage ich mal, alles 20.000 Mal durchgeprobt haben müssen und das passen muss. Da darf auch mal eine quere Note, kommt Gott sei Dank nicht vor. Aber die darf ruhig mal drin sein und wir lachen drüber. Und das Schöne ist, oder man darf es ja eigentlich gar keinem erzählen, wir haben noch nie geprobt. Also irgendwie das ist jeder ins kalte Wasser. Was gedacht. Ja, jeder ist ins kalte Wasser und hier reingesprungen. Toll. Ich war damals, was heißt damals, das ist jetzt glaube ich 3 Jahre her, in Naumburg auf dem Campingplatz, da habe ich gespielt und der Peter war mit seinem Wohnwagen da und hat da gecampt und ich habe da einen Auftritt gehabt. Und da sagte, ja, Peter und ich, wir kennen uns auch schon lange, aber wir haben noch nie zusammen Musik gemacht in dieser ganzen Zeit. Ich sagte, oh, da könnte ich eigentlich mal mitspielen. Ich sage, ja, ich habe einen Kajon im Auto, dann bauen wir es auf, dann klopfst du ein bisschen drauf. Ja, das hat er einfach gemacht, ne, ohne langes Gezählere und das war richtig lustig und geil. Und da sagte er zu mir, hier, Mike, wenn du mal irgendwie in der Nähe noch ein paar Dinge hast, ich würde gerne mitspielen. Ich sage, das ist doch kein Problem, machen wir doch. Und das haben wir dann einfach gemacht, dann hat er dann sein kleines Schlagzeug aufgebaut und so wird es immer mehr. Und irgendwann sagt man so, so ein Bassist dabei wäre ja schon ein bisschen geil. Und da fiel sofort die Wahl auf den Timmy. Mit Timmy habe ich damals bei Dirty Minds auch zusammen Musik gemacht, nie aus den Augen verloren und wir haben damals schon immer uns gut verstanden. Und den haben wir dann einfach angerufen und haben gesagt, Timmy, du bist jetzt dabei. Naja, dann hat er ja keine Chance gehabt. Also was mir aufgefallen ist, ich habe euch zweimal gesehen. Ich habe euch gesehen beim hier am Markt zu Weihnachten. Fand ich gut. Da hatten wir aber ganz andere Sachen vor eigentlich mit der Kamera. Und dann habe ich euch jetzt gestern, vor ein paar Tagen gesehen, da war, weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, ich glaube, dies haben wir Samstag. Vor dem Feiertag war das, glaube ich. Ne? Oder ach, genau, hier am 1. Mai. Ja, 30. April, genau. Gar nicht so lange her. Egal. Auf jeden Fall, das habe ich zweimal gesehen. Ich habe gemerkt, du hast eine Wahnsinnsstimme. Das kann sich echt sehen lassen. Und ich habe gemerkt, ihr spielt sehr, also jetzt nicht hochvirtuos, aber sehr solide sozusagen. Ja. Es ist super und ihr habt auch schönen Satz gesungen. Also es kommt immer mal wieder vor, dass deine zweite Stimme glänzt, so, ja, was ja auch toll ist. Das macht der Zappo. Aber ab und zu muss ich auch ganz ehrlicherweise gestehen, ich habe glaube ich bei zwei, also insbesondere bei den Salmecker Funke-Dingern, die wir covern, habe ich den sogenannten Harmonizer. Der macht das ein bisschen auch zweite und dritte Stelle generiert anhand der Gitarre, die du spielst. Und das nutze ich in den zwei Fällen halt, weil es einfach fülliger ist und schöner ist. Ne? Ist okay. Okay, jetzt haben wir eine Menge Musikergarn gesponnen irgendwie. Ich würde nochmal sagen, also Leute, wenn ihr wollt, dass euer Produkt, euer Anliegen oder das, was ihr vorhabt, sich verbreitet und die Leute davon Kenntnis nehmen, davon erfahren und sozusagen da gerne hinkommen möchten, dann könnt ihr euch an uns wenden, Bad Bildung Kreativ. Wir setzen euch in Szene und sorgen dafür, dass es inzwischen an einem Tag, Mike, ist die Erlebnisschmiede 3400 Mal angeschaut worden. Ja, ich habe es verfolgt. Ja. Ich glaube, der muss jetzt anbauen. Ja. Übernimmt jetzt ganz Mandon wahrscheinlich. Nee, ich fand es klasse. Und in diesem Sinne sage ich mal, Mike, vielen Dank, dass du da warst. Ich komme demnächst zum Konzert und sicher auch ein paar andere Leute. Hast du noch was zu sagen? Ja, wie gesagt, erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf. Ich finde, du machst das ganz toll. Fühle mich auch so ein bisschen geehrt, dass du das. Ne? Und da hat mir in Mandon schon super gut gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere das hier mitgekriegt hat und auf unseren Konzerten natürlich vorbeischaut. Spätestens am Lichterfest in Bad Willung. Wobei, da kann ich halt, wie gesagt, nur auf die Homepage. Ich könnte jetzt schnell gucken, aber die Zeit. Da stehen alle Termine drauf. Und ja, ansonsten wünsche ich euch allen ganz viel Gesundheit und viel Spaß am Leben und vor allen Dingen beim Musik zu hören. Kommt auf Konzerte, insbesondere auf lokale Konzerte. Genau. Vielen Dank. Das war Bad Willung Kreativ mit Mike Gerold. Bleibt uns treu. Ciao. Tschüss. Oh, herrlich, oder? Wunderbar. Kurz und schmerzlos, ja. Schau. Oh, und sie lief wieder nicht. Oh, Mike, Menschen, müssen wir mal. Nein. Beim Abhören gelöscht hat der Stefan. Hast du das Mikro noch anstecken, Mike? Ich muss ja alles zuerst machen. Ich glaube, ich muss jetzt angeln, dann mache ich einfach noch so eine kurze Moderation.
Weil dann denken die Leute aus dem Off, weißt du, das ist schon zu Ende der Sendung. Ja. Okay, na dann. So, ja. Mensch, ach so, bevor wir es vergessen, wir verlosen wieder zwei CDs von Mike Gerold and Friends. Aber weißt du was? Wir machen drei draus. Ja, drei CDs von Mike Gerold and Friends. Unter den Leuten werden die verlost, die die Sache hier liken, teilen, kommentieren. Genau. Thank you.